Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Was ist der Unterschied zwischen Bumsen und Vögeln? Bumsen können nicht fliegen. Einfach mal vor jeder Antwort, wenn der Preis stimmt, setzen. Wie alt bist du? Wenn der Preis stimmt, 18. Wie heißt nochmal dieser Gallier, der einen vom Lernen abhält? Ach ja, Netflix. Wann ist aus Sex, Drugs und Rock'n'Roll eigentlich Veganismus, Laktoseintoleranz und Helene Fischer geworden? Daumen hoch! Wenn der Preis stimmt, ja. Jesus, einen Tisch für 26 bitte. Kellner, aber ihr seid doch nur 13. Jesus, ja, aber wir wollen alle auf der gleichen Seite sitzen. Unsere Tochter findet unsere Erziehung zu sozialpädagogisch. Und das sagt sie einfach so, obwohl sie gerade nicht den Redestein hält. Galaxy S6, nur noch zweimal aufladen bis Silvester. Nokia 3110, nur noch zweimal Silvester bis aufladen. Der unnötigste Hinweis ist doch wohl, Kondom nur einmal benutzen. Als ob ich innerhalb der Haltbarkeitsdauer zweimal Sex hätte. Ich polier dir die Fresse. Annette, 45, Zahnarzthelferin. Ich will nur, dass du glücklich bist. Und ein bisschen nackt. Was stinkt dir so nach Fisch? Ich bin Vagina. Gestern kam die Tante zu Besuch. Es war zwar schwer, vegan, ohne Gluten und unter der 500-Kalorien-Marke zu kochen, aber das Holz hat allen geschmeckt. Trotzdem scheiße, der arme Baum. Was ist 30 cm lang, rot und bringt meine Freundin zum Weinen, wenn ich sie zwinge, es zu essen? Ihre Abtreibung. Was macht ein Afrikaner mit einer Gitarre? Hungern. Französische Umfrage ergab sich. Endlich weiß ich, weshalb ich auf Fotos immer so scheiße aussehe. Ich bin hässlich. Wenn man zwischen verschiedenen Foltermethoden wählen kann, hat man dann die Qual der Wahl bei der Wahl der Qual? Was machen Sie beruflich? Ich studiere dual. Haben Sie mich gerade Aal genannt? Als ich 14 war, war ich total dumm, aber ich hatte kein Facebook oder Twitter. Ich war dumm für mich allein und niemand wusste es. Menschen, die im Radio anrufen und sich Hello von Adele wünschen, reservieren sich auch einen Tisch bei McDonald's. Ihre Fahrkarte bitte. What? Ihre Fahrkarte bitte. What? Your ticket please. Was? Ich hasse Männer, die sagen, Frauen gehören in die Küche. Ist ja nicht so, als ob sich der Rest des Hauses von alleine putzt. Frühstück, die wichtigste Bierkiste am Tag. Wenn Veganer vollkommen auf Ei verzichten, wie zur Hölle panieren sie dann ihr Schnitzel? Meine Oma hat letztens beim Einkaufen Schmerzen in der Brust bekommen. Gott sei Dank ist sie nur wieder mit dem Einkaufswagen über ihre Nippel gefahren. Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Links kommt ihr nun zu meinem Kanal-Trailer und darunter könnt ihr direkt abonnieren, um nichts dazu zu verpassen. Lustige Witze gibt es nicht nur jeden Freitag auf YouTube, sondern jetzt täglich auf meiner Facebook-Seite Master Jam. Bis nächste Woche.